Seien Sie herzlich willkommen zum Spiel der zweiten Bundesliga. Ihre Kommentatoren Manni Breukmann und Frank Buschmann. Eine spannende Begegnung erwartet uns heute. VfL Bochum gegen den FC St. Pauli. Frank, deine Meinung zum Gastgeber? Das ist ein richtig guter Start. 6 Zähler und sie sind auf einem guten Weg in Richtung Aufstieg. Die Gerüchte um diesen Spieler schießen weiter ins Kraut. Jetzt heißt es, einige andere Clubs arbeiten bereits Angebote für ihn aus. Heute ist er aber mit dabei und wird sich auf seine ganz normale Aufgabe konzentrieren müssen. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Kringel. Buchtmann. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Aydin. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Er attackiert ihn, er will den Ball. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Da hat er abseits gepfiffen. Kring. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und? Schwache Füße, starke Füße. Das war sein schwacher. Ja, aber das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Ein starker, schwacher Fuß, den kann man schon mal machen. Heute fehlt er, der Mann, an dem angeblich mehrere Vereine schwerstens interessiert sind. Vorteil, Sie dürfen weitermachen. Mir gefällt. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Buchtmann. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Kringel. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden, sofort, ohne zu überlegen. Ganz souverän gehalten vom Keeper. So aus, als würde die Heimmannschaft wieder die Abseitsfalle praktizieren. Und das ist eine heikle Sache. Wenn die nicht zuschnappt, dann wird es teuer. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Aydin.
Schöne Annahme, gut behauptet. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und die Situation ist bereinigt. Gutes Tackling auf der Außenposition. Aydin. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Kringel. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Das muss er pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist. Guter Passo. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Sinkevic. Tor, wie er das macht, und wir wissen es, das war sein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser funktionieren. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Buchtmann. Und Achtung, genau hingeschaut. Buchtmann. Guter Passo. Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt schießt er, und da fehlte wirklich nicht viel. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Jetzt zieht er ab. Da hat der Torwart ganze Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es steht 0:0 zur Pause und jetzt horchen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaft. Ist ja immer schön, wenn wir in der zweiten Halbzeit noch Steigerungspotenzial haben. Es war schon ganz gut, aber da geht doch noch was. Ja, ja, also in der Offensive kann ein bisschen mehr riskiert werden, das vermisse ich bisher. Spannend dürfte es auf jeden Fall werden. Ich begrüße euch und ja, die erste Halbzeit hat mir nicht so wirklich gefallen. Viele Torchancen nicht reingemacht. Wir müssen daran arbeiten, wenn wir Tabellenerster bleiben wollen. Ja, ich würde sagen, wir sollten uns ein wenig mehr konzentrieren, weniger in die Zweikämpfe, mehr zustellen. Torchancen sind da.
eigentlich wirklich machbar. Also der Aydin, der gefällt mir heute auch nicht so wirklich. Naja, vielleicht in der zweiten Halbzeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der zweiten Halbzeit und wir hören uns zum Schluss nochmal. Also dann, bis nachher. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Guter Versuch. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Buchtmann. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Die Situation wurde geklärt. Herrliche Flanke. Der Assistent entscheidet abseits. Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Da könnte was draus werden. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Buchtmann. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Noch rechtzeitig geklärt. Macht er ihn rein? Der könnte passen. Neben den Kasten. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball ist frei. Toller Pass. Und die Abwehr aufmerksam. Aydin. Kring. Doch.
Jawohl, abgefangen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, jetzt kann er flanken. Anders an die Sache rangehen, da muss man kompakt stehen. Das sind ja riesen Lücken da hinten. Da wird zum Eckball geklärt. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Aydin. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Jetzt ist der Punkt. Und so, die Entscheidung. Das muss die Entscheidung sein. In letzter Sekunde. Und jetzt liegen sie in Führung. Herrlich gemacht. Wunderbar ins Eck. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera angefangen. Danke an die Regie. Lange hat es gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Jetzt wird's prickelt. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Das muss es sein! Buchtmann. Und jetzt bin ich mal gespannt, das ist vielleicht schon die letzte Chance. Und der Ausgleich liegt doch mal in der Luft. Aydin. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei. Also es beleidigt meine Augen, wenn da der Beton so angemischt wird, aber sie haben gewonnen, was willst du machen? Ja, nicht schön anzuschauen, aber überlegen und taktisch clever gemacht. Kompliment. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Beugmann. Bis bald. Tschüss. Ja, wir haben gewonnen, egal wie, ein Tor geschossen, super. Aydin kam doch ein bisschen später. Aber wir müssen ein bisschen daran arbeiten, die Torchancen richtig zu verwerten. Ja, gut. Pauli war auch ziemlich stark, so wie man gesehen hat. Auch die hatten ihre Chancen. War der dritte Spieltag. Wir müssten eigentlich weiterhin noch auf den Tabellenersten sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich oder einen Daumen hoch oder lasst einen Kommentar da. Ich danke an allen, die mich soweit unterstützen. Sonst hätte ich diese Videos nicht mehr gemacht. Schaut weiter fleißig zu. Danke nochmal an all. Und mal gucken, ob ich die Meisterschaft gewinne. Und ob ich auch die erste Liga gewinne und die Pokale und etc. pp. Also bis zum nächsten Mal. Euer DG. Ciao, ciao.